Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu diesem kleinen Special-Video. Und zwar wollte ich hier über ein paar kleine Themen reden und den Wettbewerb auflösen. Kommen wir erstmal zum unwichtigsten Teil, und zwar habe ich ja diesen wunderschönen Körper hier. Und einige fragen sich immer noch, wann ich denn mal meine Hände bewegen kann. Und das ist eine ausgezeichnete Frage. Manche wiederum waren auch verwirrt, weil ich das hier machen kann. Und das ja an sich schon diese Funktion beinhaltet. Aber das mache ich ja nicht aktiv. Das ist einfach nur eine Taste, die ich drücken kann. Seht ihr das? Ich hol's. Oh. Ich hole es. Und schieb's wieder weg. Ich hatte mir kurz nach meinem allerersten Video mit diesem wunderschönen Gesicht den Anzug bestellt, genauso wie auch noch Handschuhe. Und die Handschuhe sind auch schon angekommen. Der Anzug lässt aber, warum auch immer, ewig auf sich warten. Das letzte, was ich gehört habe, war, dass das bis Mitte September hier erscheinen soll. Und jetzt guck mal aufs Datum. Ist nicht angekommen. Kommt dann wahrscheinlich irgendwann demnächst. Aber hier auch schon mal als kleiner Disclaimer, ich werde das wirklich ganz, ganz selten benutzen und größtenteils dazu verwenden, solche Animationen hier selber aufnehmen zu können. Also, dass ich tracke, wie ich selber meinen Arm bewege oder irgendwas anderes und das dann immer wieder abspielen kann, ohne es erneut machen zu müssen mit dem Anzug. Ich könnte euch jetzt auch noch ein paar andere Sachen in Bezug auf diesen tollen Avatar zeigen, aber damit warte ich noch, denn das ist noch nicht ganz fertig. Na, was soll's. Ich zeige euch zumindest eine kleine Sache. Aber bevor ich euch das hier zeige, will ich erstmal den Gewinner küren. Der erste Platz, der auch gleichzeitig 500 Euro bei meinem Comic-Wettbewerb gewonnen hat, geht an diesen wunderschönen Typen hier. Und jetzt guckt euch einfach an, was er gemalt hat. Das ist unfassbar. Ich vertone sogar noch. Kein Wort, Klompi. Okay, Papa. Nee, Spaß. Der hat natürlich nichts gewonnen. War aber ziemlich funny. Ich mache jetzt erstmal hier mein wunderschönes Gesicht aus. Und jetzt zeige ich euch kurz was. Aus diesem komischen Klompi wird... Klompi. Wow. Hallo. Oh, ich sehe gerade, die Einkerbung hier an meinem Hoodie ist noch nicht ganz richtig, aber das wird sich dann demnächst, wenn der Final draußen ist, ändern. Guckst du dich gerade ein bisschen um, oder was? Mhm. Ja, fein machst du das. Ja, schwer. Und man will's ein feiner Junge. Kannst du auch noch was anderes? Ja, ja, okay, das ist auch sehr süß. Und er wird müde. Aber das ist ja kein Wunder bei meinen Videos. Willst du nicht mal eine Runde schlafen gehen? Ah, dann mach das. Oh, ist das ein Süßer. Guckt ihn euch an. Und je nachdem, wie ich mich drehe, kann ich auch sagen, dass Klumpi woanders hinspringen soll. Komm mal auf den Kopf. Na los. Ja, fein. So, genug Spaß gehabt. Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf den Comic-Wettbewerb ein. Also, ich habe Anfang September meinen ersten Comic rausgebracht und daraufhin einen Künstlerwettbewerb gestartet, bei denen ihr irgendetwas zu dem Comic malen könnt und dabei dann gleichzeitig auch noch die Chance habt, etwas Geld zu gewinnen. Ich hatte sehr viel Spaß dabei, diese ganzen Bilder zu sichten. Ich dürfte auch jedes einzelne gesehen haben. Und ich muss auch gestehen, dass ich mich ein bisschen schlecht dabei gefühlt habe, jetzt nicht noch mehr Gewinner zu küren. Weil da halt wirklich viele, viele gute Sachen dabei waren. Aber für irgendwas musste ich mich ja entscheiden. Und Platz Nummer 5 geht an Ember-Rin. Du hast 50 Euro gewonnen, die ich dir dann per Twitter-PN irgendwie zukommen lasse. Wir klären das schon. Auf diesem tollen Bild sehen sie übrigens, wie ich ziemlich männlich Glitchmonster attackiere mit meinen beiden mächtigen Schwertern. Und Klumpi ist auch dabei. Aber irgendwas stimmt nicht mit dem. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Erinnert mich eher an den hier. Kommen wir aber direkt zum nächsten Platz. Und zwar geht Platz 4, aka 100 Euro, an den guten alten Bean. Oder auch Spino Bean auf Twitter. Auf diesem tollen Bild seht ihr ganz viele einzelne Sachen aus dem Comic. Und dazu noch ein paar kleine freche Easter Eggs, wie das da. Wenn du das hier hörst, dann habe ich dir wahrscheinlich schon eine Nachricht gesendet
Und dann schicke ich dir das Geld demnächst zu. Ich werde auch wahrscheinlich in die Kommentare mal irgendwas schreiben und dann da rein posten, wem ich das Geld schon gegeben habe und wo es noch offen ist, damit ihr da vielleicht auch einen kleinen Überblick habt. Und nun kommen wir schon zu Platzierung Nummer 3. Ein Bild von Pokémon. Pokémon. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber schaut euch das Bild an. Da sind so viele verschiedene Sachen zu sehen. Es ist einfach wunderschön. Super Mario. House Flipper ist das hier, glaube ich. Und 60 Seconds. Zelda Majora's Mask. Golf. Happy Wheels. Dieses komische Gesangsspiel. Bloons Tower Defense. Dann einfach mein Comic. Dann Raft, dann Sims, dann mein Comic, dann TTT, Sehr auf Tives, Yu-Gi-Oh!, Fall Guys, Scribble, Harry Potter, Rock of Ages, Plants vs. Zombies. Ja, das war's. Das ist halt echt einfach Geilomatico. Dir schreibe ich auch und dann werde ich dir die 150 Euro zukommen lassen. Und der zweite Platz, der übrigens 200 Euro von mir bekommt, geht an Logie G. Mit dieser wundervollen Zeichnung. Auch wenn ich da wieder nicht verstehe, was mit Klumpis Gesicht abgeht. Aber egal, es ist trotzdem echt richtig schön. Diese leuchtenden Tasten, diese von der Länge her ziemlich akkuraten, ziemlich akkuraten Haare von mir und diesem schon fast July in April ähnlichen Dinger, die durch die Luft gewirbelt werden. Partikel, genau, das war das Wort. Richtig schön. Den allerersten Platz, der auch gleichzeitig 500 Euro gewonnen hat, geht an The Brojar mit dieser tollen Zeichnung. Ich muss sagen, ich bin jetzt kein Fan von meinem Gesicht auf diesem Bild. Klumpi hat auch wieder irgendwas Komisches gegessen. Aber das ist so unglaublich stimmig. Ich finde es richtig cool. Und ich weiß gar nicht, ob ich das in dem ersten Comic-Video, nenne ich es jetzt einfach mal, gesagt hatte. Aber ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass da sehr viele verschiedene Charaktere teilzusehen sind. Und das hat den Ursprung, dass in meinem Comic ganz viele Charaktere zu sehen sind, die ihr aus meinem Kanal kennen solltet. Oder könntet. Je nachdem, wie viel ihr gesehen habt. Aber gut. Ich würde sagen, das war's. Schaut gerne in die Beschreibung. Da sind ja auch alle nochmal verlinkt. Liked auch gerne die ganzen anderen Künstler, die was Tolles dazu gemacht haben. Dafür einfach den Hashtag GLPComic auf Twitter durchforsten. Gratulation an alle Gewinner und danke an jeden, der da teilgenommen hat. Bewertet auch gerne das Video und schaut auch bei der Buchhandlung in eurer Nähe vorbei, denn da könnt ihr diesen tollen Comic, um den es hier ging, kaufen. Dann bis Daniel, euer ziemlich leckerer Schmanuel. Tschüss, bis dann. Äh.